Jetzt wird alles sterben. Ja, nee, bitte nicht. Ah. Ja, komm. Ich brauche ja nicht. Oder ich brauche die XP ja noch. Lotozel, das ist ein Stärkeopfer. Mann, ich hätte so gerne Flemly gehabt, auch wenn Feuer-Pokémon hier in dieser Gen irgendwie nicht so useful sind gegen Ende. Aber es hätte immerhin in der Normalarena was machen können. Als Jungglut. Doppelkick von Jungglut will keiner abbekommen. Solombrio, lass mich raten. Du hast gleich noch ein Kapaloris und alle haben Wassertempo. Kapaloris! Ja, ihr habt Wassertempo, sonst wärt ihr nicht schneller. Aber schön, dass du einen Absorber kann. Mann, ist Lombrio so ein gutes Pokémon in dieser Gen. Eieiei. Ich weiß nicht, trägst du jetzt den Seidenschal oder trägt den immer noch Kento? Ach nee, du hast einen Plan, hast kein Kapaloris. Sag mal, wo ist denn das Vermurzel? Das vermisse ich ja jetzt irgendwie. Aber es schütt noch mehr Salz in die Wunde, dass Blanas leider Suizid, also Lilly Suizid begeben musste. Sowas ist doch uncool. Na gut, das Glücksei hätte ich schon wieder runternehmen können. Nichts. Was ist denn hier oben? Ich hätte Ineko fangen können. Hype. Ich speede jetzt mal, weil ich wissen will, was da oben ist. Oh, wow. Nichts. Okay. Nichts. So. Das hier wäre ja theoretisch ein statischer Encounter, aber es ist dieselbe wie selbe Route wie dort oben. Also wird es wahrscheinlich auch ein Pummeluff sein. Ach man, könntet ihr nicht jeder alle irgendwie was anderes gerandomized sein? Und nicht nur Pummelos, das wäre schön. Ich hätte dich theoretisch besiegen sollen, aber... Nö. Wow! Okay. Du hast Augen, mein Freundchen. Nicht so wie jeder andere NPC, den ich hier kenne. Das ist nicht so doll. Leider bist du auch kein Ranger. Du benutzt, glaube ich, nur Top-Genesung hier. Und Samurzel. Lass mich raten, du hast Samurzel, Blanas und Lombrero. Ein unnecessary crit, aber da wir den Counter einmal unnötig erhöht haben, lassen wir den Counter. Weil das eine war ein necessary crit auf Swablu. Ja, Lombrero hast du schon mal. Fehlt nur noch das Blanas. Och nö, musst du Mogelhieb machen, du zögerst das Unvermeidbare nur hinaus. Oh, Wassertempo. Ja, dann zieh mal halt noch ein paar KP ab. Auch gut. Vier Angriff ist gut. Die ändert es nur, nicht so wie bei Kento. Dafür hast du, glaube ich, auch mehr Angriff. Und theoretisch werde ich dich nie wieder heilen, wenn ich dich verbrannt habe. Natürlich kannst du auch Mogelhieb. Adrenalin. Bär tut weh. Ich wünschte, ich würde einen Heißorb finden, falls es sowas hier überhaupt noch gab. Oder schon gab, eher gesagt. Ja, jetzt sollte ich, glaube ich, das Pokémon auch mal wieder wechseln. Aber erstmal holen wir uns das Item. Ich liebe Bären. Hier ist auch nichts. Eieiei, da wollte ich doch nicht hin. Pikachu, schnell weg. Ich kann nicht fliehen vor einem Pikachu. Danke. Vibi, Ducky. Ah, okay, ich hätte eh runtergemusst. Ja, gut, okay. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. So. Hier ist Sonne. Keine Anzeige, so. Welches Pokémon kann ich jetzt nach vorne tun? Ihr seid alle angeschlagen, aber will ich euch heilen? Irgendwie gerade nicht. Ein Kampf gefällig? Ja.
Und Pikachu wird dich hoffentlich rapen. Aber du bist ein Käfersammler, also ne. Oh, geh weiter. Ja, das wird geraked. Aber ich glaube, du hast auch. Ja, wobei. Maskering wäre nicht so verkehrt. Reicht ein Donnerblitz auch aus. So, und jetzt gib mir bitte keine Beere. Ich hatte eben schon eine. Ich will nicht schon wieder drei Beeren hintereinander finden. So, hier war doch das Gebiet für Registeel, ne? Oder irre ich mich da? Och Mensch, ruckzucki. Zum Glück habe ich keine Robustheit oder sonst was. Also eine gute Robustheit. Oder ein Fokus-Sash. So, einfach nur 3G-Ball. Okay, das macht Pikachu mit links. Einfach auf Donnerblitz klicken. Ich hoffe, ich finde gute Pokémon in der Safari-Zone erstens und zweitens, sie rennen mir nicht davon. Das wäre natürlich das Beschissenste. Und da ich nicht mehr weiß, wie diese Pokémon in der Safari-Zone so ticken, ist das schon etwas öde. Ein Herzschub ist gut. Dazu müsste ich jetzt nur wohin fliegen. Beeren im Sonnenlicht. Bla bla bla. Nein, ich klicke auf Ja. Entschuldigung. Oh, Magobeere. Ich habe auf Nein geklickt. Zwei Pursuivbeeren. Davon snacke ich mir auch nur zwei, weil ich habe genug davon. Aber hier sind ja schöne Beeren. Sowas hätte ich hier auf dem Wasser fahren können, fangen können. Sofern jetzt hier überhaupt was kommt. Schwalbini. Das Ding ist, ich fange das jetzt, nenne es Wölfi und setze es auf die Box, wie ich das mit dem Trassler getan habe. Weil wir hatten ja gesagt, wenn ich ein Schwalbini finde, wollte Wölfi, dass ich es nach ihr benenne. Auch wenn es irgendwie sinnfrei ist, dass ich jetzt Pokémon fange, nur um sie nach Leuten zu benennen und die auf der Box bleiben. Aber hey. Das ist uncool. Ich hoffe, du bleibst in einem Superball drin. Weil ich gerade keinen Bock habe, einen Hyperball zu benutzen. Und ich es auch nicht muss. So. Trotz seiner geringen Größe ist es mutig. Es stellt sich einem großen Panzerjäger tapfer entgegen. Sein Kampfeswille wird jedoch durch Hunger geschwächt. Ja, wer kann denn schon kämpfen, wenn er hungrig ist? Okay, Malle kann kämpfen, wenn er hungrig ist, weil er was essen will. Aber das war's dann auch schon. Wenn ich ein Pichu finde, nenne ich es Vanitas, okay? Oh, schon wieder eine Beere. Ja gut, ich hatte jetzt eine Herzschuppe dazwischen. Ich hab Wasserschleim gefunden. Der bringt mir jetzt aber auch nicht so viel. To be honest. Ich wünschte, das wäre ein Donnerstein gewesen, Leute. So, Nirbelbeeren nehme ich mit. Dann nehme ich die, keine Ahnung, Beeren mit. Was ist das hier? Sanabeeren. Nee, Sananbeeren. Nanabeeren. Die Namen, though. Wer hat sich diese Namen ausgedacht für diese Beere? Und eine Himbeere. Oder drei Stück. So, dort oben ging es jetzt, glaube ich, nur noch durchs Gra. An einen Trainer vorbei. Oh fuck, Pikachu ist nicht geheilt. Mein ganzes Team ist nicht geheilt. Sollte ich auch mal wieder ändern. Part 4 in der Renderung. Dupdidu. Mir ist langweilig. Ach nö, selbst wenn sich boomen kann, ist es nicht so schnell wie Pikachu und Donnerblitz sollte ausreichen. Ich glaube, das war ein unnecessary crit. Das werden wir anhand des zweiten Smogon sicherlich herausfinden. Und das hier jetzt. Okay, ich glaube, das war ein unnecessary crit. Ich meine, es sind schon viele Smogons einfach so gestorben. Also einmal den Counter bitte. Der hat nicht zwei Smogons, der hat noch einen Ninjask. Ja. Und kein Level-Up für dich, Pikachu. Leider, leider.
So, dann heile ich mein Team mal wieder hoch. Na, wofür setzt du dir die Brille denn jetzt wieder auf, wenn... Komm, und Sikimoba bekommt auch einen. Kento braucht keine Full-HP. Es ist sowieso viel zu gut. Hier ist nichts. Willst du überhaupt kämpfen? Ja, du willst kämpfen. Dann ist es wahrscheinlich nicht gut, dass ich hier Pikachu vorne habe. Aber okay. Es ist wirklich nicht gut, dass ich Pikachu vorne habe. Ja. So, Sekimura oder Shu? Ich glaube, ich tendiere eher auf Shu. Boden-Pokémon, die reißen oder werden einfach mitgerissen. Ich glaube, ich habe auf das richtige Pokémon gewechselt. Kirai Level 34. Glaskanone wie und die Nullverteidigung hoch. Okay. Das ist nicht so schön. Und Sandan. Ja, jetzt werdet ihr weggesurft. Das Shin-Pokémon Shu. Was? Boom. Ducky, was meinst du damit? Shin-Pokémon Shu, was? Nochmal den Satz bitte so ausdrücken, dass ich ihn verstehe. Und Sandama. Ja, zum Glück bin ich in Shu gewechselt. Das hätte wehgetan. Ich glaube, Pikachu wäre davon gestorben. Aber sowas von gestorben. Ach so, Shu. Aber warum Shin-Pokémon? Das habe ich nämlich nicht verstanden. Hätte sie das Shin weggelassen, hätte ich es verstanden. Aber das Shin-Pokémon. Ja, Verteidigung, Spezialverteidigung. Also Shu hält was aus. Auch wenn die Werte nicht allzu hoch sind. Dafür hat es aber noch KP. Was ist denn bitte ein Shin-Pokémon? Das kann ich nur gerade irgendwie nicht im Kopf nachvollziehen. Kein Item mehr? Oh Mann. Wie lame. Da muss ich ja wieder speeden, weil ich keinen Bock habe. So, wer wartet denn hier noch auf uns? War hier oben nicht noch was? Nö. So, hier ist wieder ein Doppelkampf. South Park. Sorry, kenne ich nicht. So, dann wollen wir euch zwei doch mal vernichten. Und ich bin jetzt hier auf Route 121, oder? Muss ich gleich nochmal hin und zurückgehen. Ich ab und zu. Ja, also. Ich hab's früher geguckt, die ganz alten Folgen, mehr auch nicht. No, sie hatten es wirklich übelst geiles Pokémon, aber es kann hier auch nicht sehr viel lernen. Ich meine, ich habe mal Apollo, könnte einen Gengar draus machen, aber... Oh nein, das ist keine gute Idee. Doch, ist eine gute Idee. Ich habe ja Finte, das habe ich ja beinahe schon vergessen. Wetten, die überleben beide? Die überleben beide. Sind beide ziemlich bulky. So, Psystrahl. Zum Glück geht's auf Sekimura. Boah, netter Crit. Ich wollte schon sagen, bitte noch Verwirrung. Dann kommt wieder Hex. Am Anfang habe ich viele Pokémon verloren durch Hex. Wiederholt sich bitte nicht nochmal. So, ich hoffe, ihr hattet ein Pokémon. Darf ich träumen? Ich glaube, ihr hattet zwei. Eieiei. Ihr hattet zwei, ja. Papinella. Gut, Papinella ist von einem Donnerblitz wenigstens tot. Und lass mich raten, du hast Choupé als zweites Pokémon. Du bist eine Hexe, Annie? Warum bin ich eine Hexe? Nein. Ich wurde nur weggehext. Von einer Hexe. Ja, Choupé, das war irgendwie klar. Mal gucken, welche Encounter wir bekommen auf dem schönen Pyroberg. Ich habe niemanden dabei, der fliegen lernen kann, oder? Harui ist gestorben. Aber trotzdem darf ich Harui VM noch beibringen und mit ihm fliegen, falls das er lernen kann. Sonst hätte ich ja sowieso ein Pokémon ausgewechselt oder so dafür. Also ist das ziemlich egal. Hieß die Hexe Bibi? Nein.
Die Hexe hieß Bibi und Tina. Eigentlich nur Tina, aber... Nein, Inikoro. Nee, ich kann auch Zwirlicht und Chopé finden, je nach Edition. So, warte, sind wir jetzt? Ja, ich kann mir Pokémon fangen. Ah, schon wieder Beeren. Ich mag Erdbeeren. So, Phragia-Beeren sind immer gut. Das sind Maronbeeren. Davon kann ich auch nie genug haben. Persimbeeren mit Vergiftung. Und du bist Wirbelbeere. Ja. Okay, dann ist unser Encounter. Idiots. Ich weiß, dass Tina keine Hexe ist. Ich kann dir genau sagen, was ich kann. Mehr als du. So, wir haben Pikachu vorne. Dann lassen wir Pikachu. Da unten ist sicherlich ein Item. Okay, dann werden wir umdrehen und das Item dann da suchen. Mir ein Pokémon auf den Sack gehen mit dem scheiß Team. Ja, was kann ich dafür, wenn ich overpredicte und das richtig mache? Was kann ich dafür, wenn ich immer wieder auf dieses scheiß Schild gehe, was deinen Angriff droppt, wenn du gerade auf Flammenblitz drückst oder so? So, Donnerblitz. Kecleon sollte Pikachu nicht one-hitten können. Und jetzt kommt's. Schlecker. Oh Gott. Elektrotyp und Finte. Nee. Ich blöde Asiate, ja. Elektro sollte trotzdem genauso viel Schaden machen an sich. Nein, nicht sehr effektiv. Oh mein Gott. Klammergriff ging zum Glück daneben. Dann mache ich wieder Ruckzuckieb. Crit, der war necessary. Immer diese Overpredictor. Los, gegen mich, 6 gegen 6. In welcher Gen? Von den neuen habe ich noch nicht wirklich ein gutes Team zusammen. Ich habe nur meine alten Teams drüben. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal jedes Item, weil ich zu faul bin. Viptitis. Ich habe Angst, dass das One-Hitten könnte. Und weil ich Adrenalin haben will. Wir können den Oras battlen. Ich habe nur meine Pokémon nicht mehr da. Eieiei, Knirscher. Das hätte Pikachu, glaube ich, killen können. Ich habe echt Angst um Pikachu. Ich habe aber neue Pokémon, die könnte ich in meine alten Teams reintun, ha? Immerhin. So. Damit nicht schon wieder ein random Pokémon kommt, was mein Pikachu potenziell one-hitten könnte, werde ich Pikachu heilen. Phantomknoten? Ich glaube... Oh, jetzt funktioniert doch mal. Und ein Knopf. Ich hasse es, man muss ein bisschen lange warten. Ich glaube sogar, ich habe noch einen. Oder ich verwechsel gerade die Gens wieder. Energiestaub, das hat sich ja gelohnt. So, da sehe ich wieder Team Aquarüpel. Ich hoffe, die muss ich nicht besiegen. Hi, Zong der Route. Ja. Per Mitnahme zu farmen dauert das viel zu lange. Glaub mir. Es dauert viel zu lange, das mit Mitnahme zu farmen. Ich habe einen Hibiskus. Ah, Hashtag Zong der Route. Ich liebe es. Ach komm, es wird schon drin bleiben. Hier kriegst du sogar einen speziellen Ball. Nein, nein, oder? Ach komm. Du bist ein Premierball wert. Weil aus Rot und Weiß ergibt Rosa. Ah! Ja, die GP habe ich von Pokémon Bank. Das ist nice. Da muss ich auch mal wieder gucken. Liebeskuss baut in den Armen von Corazon sein Nest. Eine Tradition besagt, dass man einen Liebeskuss als Zeichen seiner Liebe verschenkt. Da hat mir jemand einen Liebeskuss geschenkt. Wer ist davon schuld? Wer ist dafür verantwortlich? Oh, ist sogar weiblich. Ich glaube, da wird mir eine Person, die nicht da ist, zustimmen. Kappa. Honoka. Was hätte ich noch fangen können? Okay, auf dem Weg zum Pyroberg. Nee, 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 nee.
Ich kann mich in die Safari-Zone zerschneidern, aber ich zerschneide mich erstmal woanders hin. Die Dame heilt mich, oder? War das nicht so? Die Dame heilt mich doch, oder? Du heilst mich doch, oder? Nein. Ein Schwarzgurt. Hätte ich immer einen Kampf-Pokémon. Und ich glaube, gegen die Zwillinge will ich nicht kämpfen. Ich habe irgendwie die Zwillinge böse in Erinnerung. Böse in Erinnerung. Sehr böse in Erinnerung. Und ich habe gerade keinen Bock zu heilen. Also, ab in die Safari-Zone. Ich habe potenziell 6 Pokémon zu fangen. Nein, ich bin nicht zum ersten Mal hier. So. 500 Poké-Dollar, ja. Puh. Ich kann jetzt mit Pokerige boxieren. Es gab ja keine, gibt ja keine Köder mehr. Nein, Pokerige. Mann, ey. Ich werde schon voll heilen, falls ich auswechseln muss. Aber ich glaube, ich habe die böse in Erinnerung. Dann viel Spaß. Wenn es ein lieber Mensch, nicht wahr? Ich glaube, ich weiß jetzt wieder warum. Verwirrung pur und ein Letterking. Eieiei, an sich will ich das Letterking gerne Donnerwellen, aber Pikachu wird sterben. Und ich hätte das Pandje ziemlich gern. Oh Gott! Energiefokus. Bitch, please, no. MNV Lens ist jetzt erstmal. Bitte One-Hit Pandje, bitte. Ja, eine Sorge weniger. Solange man dich nicht nervt. Ja. So wie ich. Mit meiner An. Schnüff? Okay. Ich sag mal so, Pikachu wäre auch drauf gegangen, ne? Daki, warum warst du nicht da? Jetzt ist ein Pokémon gestorben. Holy, es war kein Energiefokus. Aber selbst wenn, hätte ich ja eh nichts machen können. Das ist eigentlich, ich hätte Letterking angegriffen, aber dann habe ich Angst wieder vor Konter. Du hast noch Saphir drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja. Jedes Pokémon wäre draufgegangen. Yugong wäre draufgegangen, weil es Eistyp ist. Pikachu wäre draufgegangen, weil es nichts aushält. Und ist Normaltyp. Tja, hätte ich mal das Letterking angegriffen, aber ich habe Angst vor Konter. Man weiß ja nie. Ne, Surfer soll ich nicht einsetzen, danke. Ja, danke, jetzt habe ich auch keinen Aurora-Strahl. Erstmal Donnerwelle. Safe is safe, damit wir später schneller sind. Ich sag ja, die sind scheiße, diese zwei hier. Damit wir schneller sind. Ja, nee, ich mach Eissturm, damit wir schneller sind. Nee, damit es eventuell nicht angreift, falls ich es nicht one-hitten sollte. Ah. Okay, das heißt, ich habe ein Pokémon-Team aus 4 momentan. Neue E-Shop-Guthaben. Ja, ich glaube, bei mir reicht es noch ein bisschen. So, bitte kill es. Ich will nicht, dass er nochmal durchkommt. Danke. Eieieiei. Ich hasse euch. Immer dieselben Trainer. Und es warten einfach mehr Doppelkämpfe auf mich. Ich glaube, ich mache mit Pikachu und Shu weiter. Oh, nee, ich muss eigentlich wechseln. Bei Pikachu und Shu brauche ich noch mehr als Kento und Agea. Muss aber mal wieder heilen. Und mein Gott, muss ich bald wieder Geld ausgeben. Für Tränke. So, was hätte ich hier noch fangen können? Das Spiel will mich verarschen. Ich hätte Matt gefangen können. Das hätte ich locker nochmal genommen.
Aber es musste ja ein Libiskos werden. Libiskus, warum? Ich hoffe, du trägst eine Herzschuppe, die zu einem guten Item gerandomized wurde. Das hätte ich übrigens gerade nachgucken können. In der Safari-Zone. Aber hey, erstmal brauche ich die Pokeriegelbox. Damit ich nochmal zurücklaufen darf zum Pyroberg. Makuhita und Pfiffchen, das geht ja noch. Wenn Makuhita instant stirbt. Hoffentlich. Das ist gut so. Ich hoffe, Pfiffchen stirbt auch. Ja, er ist innerlich wieder gestorben, weil auf drei Routen Mudkips zu finden sind. Auf dreien! Und ich es einfach nie fangen konnte. Außer einmal. Wegen der Favorite Claws. Tja, weißt du, du stirbst innerlich und ich habe immer ein Mudkip dabei. Immer. So. Oh, ich habe drei Pokémon auch noch. Tropius, okay. Das wird schon ekliger. Brüller. Jetzt haben wir halt einen Doppelkampf. Weil ich jetzt wirklich das andere Team wieder drin habe. Aber das hier ist ja eine Ausnahme der Regel, weil ich dazu gezwungen wurde. Und das war ein Necessary Crit, glaube ich. Ja, wobei diese Level 25. Kann ich so nicht sagen. Aber ich glaube, der war unnecessary dann. Auch wenn Tropius ein bisschen bulky ist. Ja, gute Angriffswerte. Warum auch immer drei Spezialangriffe waren, glaube ich, ein paar EVs schuld. So, leider kannst du deine Pokémon, zwei Pokémon nicht gleichzeitig rausbringen. Das ist so ein bisschen sad. Och, ein Knilz. Eissturm, der hoffentlich nicht daneben geht, aber Stärke sollte ausreichen. Ach Mann, warum Letaking? Warum Letaking mit Power Punch? Warum hätte man das nicht vorher ahnen können? So, es wird leider kein One-Hit sein. Oder doch, weil das Level ziemlich gering ist. Leider habe ich keine Kombo für die siebte Arena mit Surfer und irgendeiner, der beispielsweise Fliegen einsetzt. Denn Pikachu erlernt kein Fliegen. Ich habe Timerball gefunden, easy. Oh, da ist ein verstecktes Item, okay. Ich will nicht außen rumlaufen, bitte dreh dich um. Dann laufe ich halt außen rum. Auch gut. So, Oh Gott, Voltenso. Ach, Kento ist vorne. Das ist gut. Ich dachte gerade, ich hätte Pikachu vorne. Das wäre schlecht gewesen. One hit, please. Ich sollte gucken, ob wer den Seidenschall jetzt trägt, weil dann will ich Kento jetzt den Seidenschall ausrüsten, weil eine Person das sowieso nicht kann. Das Problem ist, ich kann kein Team mehr auswechseln. Es sei denn, eins stirbt. Ja, also werde ich wahrscheinlich irgendwann Kento suiciden und AGH suiciden lassen. Ja, du trägst die Scope-Linse. Aber den Seidenschall nehmen. Nein, nicht tauschen. Einmal den Lachsrauch nehmen. Nein, nicht Bericht. So, dann geben wir dir mal den Seidenschal. Wir wollen ja nicht, dass irgendwer mit minimal KP überlebt, so wie immer. Hä, was? Doch ja. Mann. Wenn wir die ganzen VMs runterscrollen. So, welche Pokémon, die ich hier hätte fangen können, willst du mir jetzt noch entgegenwerfen? Na? Mudkip! Mensch, sag mir, dass Mudkip total... Nee, warum setze ich stärker ein? Total legit Encounter ist. Und Libiskus mal wieder so fucking selten. Habe ich schon wieder einen Libiskus Rare Encounter bekommen oder was? Dafür bekomme ich noch eine Arena-Beere.
Ach nee, das ist ja da vorne. Die Frage ist nur, wo da vorne? Immer noch weiter da vorne oder oben? Ah, oben, hinterm Zerschneiderbusch dann wahrscheinlich. Dann zerschneiden wir mal. Ganz locker flockig. Ich glaube, nach dem Trainer werde ich Kento heilen. Huch, auch da drunten, also hier. Ein Elixier, schade, dein Beutel ist voll. Reg mich nicht auf, Beutel. Nur weil ich den Schwarzgold gefunden habe. Ja komm, dann heilen wir eben sofort. Ich meine, ein bisschen verschwendete KP. Weil wer weiß. Ein Elixier gefunden. Da ist auch noch ein verstecktes Item, ja. Oder nein. Eine rote Flöte. Aber mein Beutel ist voll. Dann ist da unten auch noch ein verstecktes Item gewesen. Oh Gott, sind hier versteckte Items. So, Elixier füllt doch nur die AP auf, oder? Weg damit. Was auch immer die rote Flöte macht. Auch zum Verkaufen bei Sammlern oder was. So, sag mir jetzt nicht, dass noch ein Mudkip kommt. Flurmel, Dupes. Schnell weg damit. Ja, ich möchte mit deinem wunderschönen Pokémon spielen, die hoffentlich alle von Stärke One-Hit sind, obwohl ich keine Stärke mehr habe, also von Zerschneider One-Hit sind. Warum habe ich das Elixier dann nicht benutzt? Es ist ein Pikachu, lass mich rein, ich bekomme gleich Statik ab. Ich setze mal Zerschneider ein. Wird reichen. Weil Stärke brauche ich für stärkere Gegner. Wie gesagt, Statik. Kento, du musst wieder wie immer rasieren.